2500 Besucher waren gekommen zu einer der größten Business-Galas des Landes. Eine Gala im Zeichen der Wirtschaft, aber auch der Kunst. Dazu aber später. Unter den Gästen auch die politische und wirtschaftliche Spitze des Landes. Die Regionalbank mit Hauptsitz in Linz trotzt der Krise. 240 Millionen Euro Gewinn. Das bedeutet ein Plus von rund 13%. Wir hatten ein exzellentes Kreditwachstum, ein exzellentes Kreditrisiko. Wir sind im Private Banking sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben eine sehr, sehr gute Kostenstruktur, eine gute Position im Firmen- und im Privatkundengeschäft. Ja. Und das alles zusammen macht ein gutes Ergebnis aus. Regionale Banken sind ganz entscheidend für Oberösterreich. Das hat sich in der Krise gezeigt, denn die haben ihre Betriebe, wo sie Hausbanken sind, begleitet, gestützt und nicht verlassen. Im Gegensatz zu irgendwelchen anonymen großen Banken. Während die einen wachsen, ist es für viele andere eine der schwierigsten Zeiten. Allein 2013 mussten heimische Banken einen Verlust von 1 Milliarde Euro hinnehmen. Oberösterreichs Regionalbanken sind scheinbar stabil. Wenn das Bankensystem nicht funktioniert, funktioniert auch die Wirtschaft nicht. Und so gesehen ist das ein Zusammenspiel zwischen den beiden Sektoren und die beiden funktionieren sehr gut. Dort, wo das nicht der Fall ist, das sehen wir in ganz Europa, dort bricht die Wirtschaft zusammen. Ich sehe es sehr wichtig für die einzelnen Unternehmungen, eine gute und vor allem auch eine Finanzierung zu haben, die jetzt von den Zinsen her ausgezeichnet ist. Da hat die Oberbank eine ganz wichtige Rolle. 1500 Gäste bei der Business Gala der Oberbank. Darunter viele heimische Firmenchefs. Immerhin jedes zweite Unternehmen in Oberösterreich und Salzburg ist Kunde der Oberbank. Mehr als 2,3 Milliarden Euro an Krediten wurden vergeben. Ein Plus von 5%. Genau diese Banken verstehen das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Umfeld in der Region und sind ein direkter Ansprechpartner. Es geht also sehr viel leichter, mit regionalen Banken Geschäfte zu machen, als mit den Großbanken. Regionale und stabile Partner sowohl im Bankenbereich als insgesamt in der Wirtschaft sind das Rückgrat, das wir brauchen. Jetzt in einer Zeit, die objektiv eine Krisenzeit ist. Während andere Banken ihre Filialen schließen, will die Oberbank expandieren. Wir haben vor, 2015 wieder 7 Filialen neu zu gründen. 3 in Deutschland, 3 in Wien und eine in Ungarn, wo es uns übrigens auch sehr, sehr gut geht. Eine Business-Gala in schwierigen Zeiten, die tatsächlich Hoffnung gibt. Am Ende blieb aber auch noch genug Zeit, sich einmal nicht nur der Wirtschaft zu widmen.